Ja, vor wenigen Minuten sind wir vom ZF Racecamp zurückgekommen. Wie ihr sehen könnt, bauen wir gerade noch unsere Werkstatt wieder auf und räumen die Transporter leer. Ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, beim Racecamp dabei zu sein. Wir haben viel wichtiges Feedback für die Settings bekommen und konnten auch einige Arbeiten an den Autos machen, sodass wir demnächst auf die Strecke mit den Fahrzeugen gehen können. Nach einem ersten Tag der regnerischen Anreise war die Stimmung etwas gedrückt, da alle Leute gedacht haben, dass das Wetter so bleiben wird. Allerdings hat es sich am zweiten Tag dann deutlich gebessert. Am ersten Tag haben wir die Design-Events für beide Fahrzeuge hinter uns gebracht, das heißt Engineering Design für beide Fahrzeuge und das Autonomous Design für den ERC E06.D. Hier haben wir viel konstruktives Feedback bekommen und wissen, dass wir noch einiges an Arbeit für die Wettbewerbe vor uns haben. Auch hier sind wir schon auf einem guten Stand, allerdings haben wir jetzt durch das Feedback von ZF noch eine Menge Verbesserungspotenzial und müssen noch einiges daran tun, um bei den Wettbewerben tatsächlich unter den Top-Platzierungen zu sein. Weiterhin waren wir mit dem neuen E-Wagen im Scrutineering, im Mechanical Scrutineering und im Electrical Scrutineering. Auch hier konnten wir wichtiges Feedback sammeln, um für die Wettbewerbe top vorbereitet zu sein. Allerdings haben wir keine großen Fehler, sondern nur kleine Nacharbeiten nachzuholen. Vielen Dank an ZF, dass wir jedes Jahr aufs Neue am Racecamp teilnehmen dürfen. Hier können wir wirklich das beste Feedback in Vorbereitung auf die Events sammeln, sprich im Scrutineering, bei allen Statics oder auch sonstiges Auftreten vom Team. Weiterhin auch vielen Dank an alle anderen Teams, die da waren, für den Support in der Box oder auch am Campingplatz gestern beim Feiern. Es macht wirklich immer jede Menge Spaß, mit euch am Racecamp teilzunehmen.